wir haben hier praktisch jetzt einen Einsatz angenommen. Da geht es im Endeffekt um Prävention von Warendiebstählen. Da kommen in einem größeren Rahmen irgendwelche Artikel weg hier bei der Supermarktkette, die wir hier haben. Und da hat uns der Filialleiter, der jetzt hier neu angestellt ist oder praktisch hier diese Filiale vertreten soll, darum gebeten, hier mal aufzupassen, denn er hat sie komplett neu übernommen und die Zahlen sind hier katastrophal. Hier kommen ständig im größeren Maße Sachen weg. Jetzt hast du deine Kasse ja dahingestellt. Tu mir mal einen Gefallen, sag ihr mal, du musst auf Toilette und dann gehst du einfach mal und lässt deine Kasse mal unbeobachtet. Ich sehe sie ja hier dann hier. Oh, kurz auf den Klo. Wunderbar. Puffy steckt sie sich ein. Genau darauf hat sie gewartet. Ey, was ist denn mit der Frau los? Oh, der Hust, der geht gar nicht mehr weg. Ja, ich höre das schon. Ja. Jule, die hat sich da Geld rausgenommen. Du lässt sie jetzt nichts bemerken. Du zählst da durch. Und wenn jetzt, auch wenn du jetzt natürlich beim Zählen nicht merkst, du tust so, als wenn du nicht merkst. Nehme ich heute auch mal den Bus. Aber ist auch bestimmt angenehmer mit dem Bus, oder? Sie fahren doch bestimmt jeden Tag, oder? Ja. Ja. Hat man nicht die Probleme mit der Parkplatzsuche und alles, ne? Ja, das stimmt. Wir haben jetzt hier einfach eine Situation geschaffen. Wir haben ja praktisch den Auftrag jetzt abgebrochen, weil er ist ja ehrlich. Wir wissen ja, dass der hier dahinter steckt. Aber Julia hat jetzt aufgehört und hat ihr gesagt, sie hätte praktisch noch einen Termin und musste ihre Schicht jetzt canceln. Ja, und jetzt laufen sie beide hier und sie versucht da Informationen herauszukriegen. Wir wollen ja der Nadine helfen. Da steckt noch was anderes hinter. Ja, und einfach bei Julia bin ich mir sicher, die weckt so eine Mutterinstinkte. Da wird sie sich schon, sag ich mal, ausweinen, wenn da was hinter ist. Und wenn nicht, wir sind hier vor Ort und hören alles mit. Wir wissen, was da los ist. Bist du der Typ? Ja, wenn du vom Teufel sprichst. Mr. Tencent, ich kaufe hier schön billig ein und alles umsonst. Was machst du denn hier? Das spielt jetzt keine Rolle. Was war denn das für eine Aktion heute im Supermarkt? Was für eine Aktion? Digga, tu nicht so, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Jetzt wieder auf die Fresse. Hau doch jetzt einfach ab und lass mich in Ruhe. Digga, ich hau gar nicht ab, man, willst du mich verarschen? Wie redest du mit deinem Bruder? Das ist kein Respekt mehr von der netteren Bruder. Ich hab kein Geld. Digga, das hab ich dir gesagt. Du willst deine Taschen sowieso. Nein. Digga, lass es. Rück jetzt nicht rum, Mann. Das Geld ist für die Kleinen. Wie für die Kleinen? Ja, Chantal hat Geburtstag. Wir können nicht schon wieder einen Geburtstag nur mit Kuchen. Ja, kleines Törtchen oder die was? Die Kinder haben genug. Die will Geschenke. Die Kinder haben genug, Mann. Ich bin nachher mit meinen Jungs ein Durchziehen und saufen, Mann. Das interessiert mich nicht. Ja, aber mich. Mich interessiert das. Gib jetzt das Geld, Mann. Lass mich los! Lassen Sie die Frau in Ruhe! Scheiße! Hey. So, pass auf, du Pfeifer! Bleib stehen! Ich hol dir noch was. Nadine, bleib hier! Hol dir! Nadine, wenn du jetzt nicht stehen bleibst, wird's nur schlimmer. Bleib stehen! Nadine! Danke dir! Nein, pass auf, feier nicht auf die Fresse! Komm her, das hat doch keinen Sinn. So, jetzt pass mal auf mit Ihnen. Hey, jetzt hör mal genau zu. Jetzt werden wir uns erstmal vorstellen, wer wir sind. Mein Name ist Carsten Stahl. Mein Name ist Julia. Du bist ein Bulle, oder? Von der Detektei Stahl. Wir sind keine Bullen, wir sind Detektive. Und jetzt will ich dir mal genau sagen: Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machst du jetzt hier mit oder ich bringe dich sofort zu der Polizei. Wir wissen alles. Ja, sie war da als Nadine. Mitarbeiterin eingeschleust, wir wissen alles. Wir wissen was, was denn? Wir wissen ich habe gesehen, Beispiel, dass du die 50 Euro ich aus der gar Kasse. Nichts. Du hast 50 Euro bei ihr aus der Kasse. Wir haben das alles auf Video. Nadine, wir wissen nicht mit dem Kassentrick, wir wissen, dass du, so wie ich dir bitte gestanden bist, du da dein Bruder. Nein, Nadine, ich habe dich nicht verraten. Pass auf, das ist jetzt doch gar nicht mehr dein Problem. Dein Problem ist, dass wenn du jetzt hier nicht mitspielst, ich dich sofort zu der Polizei schleife und die den Rest machen. Du bist 16 Jahre alt, du hast dein ganzes Leben noch vor dir, Kleine. Ich würde jetzt hier mal mit dem Kopf aufwachen. Ich habe ja mitgekriegt, dass anscheinend der Bruder dich da oben erpresst, ja, und Kohle haben will. So, Nadine,
Jetzt sind wir beide hier unter vier Augen. Und ich kann dir jetzt wirklich nur einen Rat geben. Ich mache das hier alles jetzt im Moment pro bono. Das heißt, ich verdiene daran kein Geld. Ich mach das nur deshalb, weil ich dir helfen möchte. Ich weiß, dass du da eine Menge Scheiß hier gebaut hast. Du klaust, du betrügst. Das haben wir alles auf Video. Die Beweise sind da. Und mein Auftrag wäre eigentlich schon längst vorbei, weil ich habe eigentlich nur die Aufgabe gehabt, dich herauszufiltern und zu stellen und dich zu übergeben. Das könnte ich jetzt alle tun. Da kommen wir auch nicht drum herum. Die Polizei wird eingeschaltet. Aber mir geht nun mal das auch sehr nahe, wenn ich sehe, dass ein Mensch vielleicht was macht, was er ja nicht machen möchte. Du bist ein junger Mensch, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Und ich möchte dir eigentlich helfen, dass du dir nicht die ganze Scheiße hier verbaust. Und deswegen gebe ich dir jetzt einen Rat. Verarsch mich nicht und lass mir dir helfen. Wenn du jetzt hier die Chance und die Hand, die ich dir ausstrecke, nicht nutzt, dann wird das wahrscheinlich dein ganzes Leben so weiterlaufen. Also tu dir den Gefallen und erzähl mir jetzt die Wahrheit. Ja, das ist halt zu Hause, da läuft alles schief und ich muss mich halt kümmern und ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Also ich brauche halt das Geld. Jetzt erklär mir erstmal, was ich unter kümmern verstehen muss. Du musst dich kümmern. Du hast ja mir vorhin gesagt, um deine Geschwister. Wie viele Geschwister hast du denn jetzt? Außer dein Bruder, die Pfeife, die vorhin weggerannt ist. Zwei Stück, zwei kleine. Zwei kleine, was heißt wie klein? Ja, die sind 3 und 4. 3 und 4 Jahre alt? Mann, das sind ja noch Babys. Ja, und deswegen mache ich das halt, weil meine Mutter, die kriegt nichts gebacken. Und deine Mutter ist auch zu Hause, oder wie? Ja. Und ist deine Mutter jetzt irgendwie krank oder nein, bettlägerisch oder so? Die lässt sich einfach gehen. Die ist überfordert. Lässt sich einfach gehen. Wo ist dein Vater? Ja, wir haben halt alle verschiedene Väter. Keine Ahnung, aha, wo die alle sind. Ihr habt alle verschiedene Väter. Also sind es 4 verschiedene Väter, wenn ich das mitkriege. Und deine Mutter ist jetzt ganz alleine zu Hause und hat sich aufgegeben, ja? Oder wie? Ja. Und ich will halt nur helfen. Das ist normal, dass wenigstens einer in der Familie helfen möchte. Warte, wie alt ist dein Bruder? 19. 19 Jahre. Das heißt, eigentlich ein erwachsener Mensch, ja, der eigentlich seinen Arsch umbewegen kann. Warum tut der nicht? Ich weiß nicht, der hat halt nur sein Saufen. Ach, sein Saufen. Immerhin hat er eine Aufgabe, wa? Und die Kohle dafür ran sollst du heranschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann wird der halt brutal. Ach, wird brutal, der fässt dich auch an. Schlägt ja, er dich? Ja, manchmal. Schlägt er deine Mutter? Ja. Und schlägt ihr auch die kleinen Kinder? Nein. Meine andere Frage, wie ernähren sich die kleinen Kinder? Haben die ausreichend zu essen? Ja, ich versuche halt immer, das zu besorgen. Aber wenn er mir das Geld abnimmt, ich kann das auch nicht. Er weiß ja immer, dass ich für die sorgen werde. Deswegen kommt er immer dann. Wenn du die Kohle besorgt hast, genau. wenn du neue Rangschaft hast, dann holt er sich die Kohle. Das heißt eigentlich für mich, wenn ich das raushöre, er nimmt die Kohle, verzockt sie oder versäuft sie und die Kinder haben nichts zu fressen. Ja, genau. Das heißt, wisst ihr was da, ich meine, wisst, was du da tust, ist schlimm. Aber ich verstehe, warum du das tust und du weißt keinen anderen Ausweg. Aber warum hast du dir nicht Hilfe gesucht? Es gibt dir noch Anlaufstellen, wo man da mal reden kann. Ja, aber jetzt weißt du, was das Schlimmste ist bei der ganzen Nummer? Die Polizei wird jetzt eingeschaltet. Ja, dann wirst du eine Strafe bekommen. Die wird natürlich auf der Nummer, warum das ist, wenn du das vom Richter auch sagst, das musst du auch sagen, natürlich mildernd sein. Dann wird nicht viel passieren, aber weißt du, dann wird auch das Jugendamt eingeschaltet. Weil jetzt sind 2 kleine Kinder, die haben das ganze Leben noch vor sich. Das kann nicht sein, dass die praktisch so leben. Kannst du mir mal bitte sagen, ich werde es ja dann irgendwie so irgendwann mal feststellen, wie sieht denn eure Wohnung aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Chaos? Ja, natürlich. Ich versuche halt immer aufzuräumen und alles. Aber wie denn? Wenn du arbeiten willst, aufräumen musst, ich meine, kann doch nicht alles an dir kleben bleiben. Du hast nichts falsch gemacht. Ja? Du hast einen falschen Weg eingemacht, aber ich verstehe es, warum du es getan hast. Und jetzt würde ich gerne eins machen. Bevor ich die Polizei einschalte, möchte ich ganz gerne mit deiner Familie reden, mit deiner Mutter und mit deinem verkorksten Bruder. Deswegen sagst du mir jetzt bitte und belüg mich nicht, wo du wohnst. Also das Gespräch war natürlich schon ziemlich krass, soweit ich mich schon befürchtet habe, weil ich da alles so rausgehört habe. Ich meine, im Endeffekt hat es das ja nur gemacht, um ihrer Familie zu helfen, weil, ich sag mal, die hat anscheinend eine Mutter da oben, die total die Orientierung verloren hat, ja auch 4 Kinder hat mit 4 verschiedenen Männern, die mich erwartet da oben bestimmt das Schlimmste jetzt. Ja, und ein Bruder, der sie erpresst, der sie praktisch nötigt, der sie schlägt, der die Mutter schlägt, also so ein richtiges Früchtchen. Ich freue mich schon darauf, wenn er da oben ist. Muss ich meine Hände wirklich unter Kontrolle haben. Ja, aber wenn ich höre, da sind 2 kleine Kinder, 3 und 4 Jahre, da schlägt mir echt das Herz und da tut richtig weh.
Und vor allem befürchte ich, dass ich hier auch das Jugendamt entscheiden muss. Also oben wird es bestimmt richtig extrem jetzt werden. Für alle, für uns Brüder und für jeden, der hier schon Kinder hat. Ihr wisst aber nicht, ob der jetzt da ist, der Bruder. Das wissen wir nicht. Okay. Du weißt es ja auch nicht, ob dein Bruder da ist. Wir richten uns darauf ein, also den schnappen wir uns jetzt auf jeden Fall. Und dann werde ich mich mal mit der Mutter unterhalten. Gut. Du lädst uns mit ein, ja? Das ist ganz wichtig. Ja, wegen der rechtlichen Seite. Danke. Hallo. Hallo. Ja, komm mal her, meine Süße. Na? Oh, das ist so früh. Also, hier habe ich nicht eingeladen. Nee, ich habe mich selbst eingeladen. Und ich sag mal gleich, du, bei jeglichen Respekt habe ich gerade eben verloren. Detektivchef Carsten Stahl, das sind meine beiden Mitarbeiter. Ich habe keinen Detektiv engagiert. Nee, den brauchst du auch nicht engagieren. Der hat sich nämlich automatisch in dein Leben gepresst. Und jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, wenn ich das hier sehe, bevor ich mit der ganzen Geschichte anfange. Meine Frage, liebst du deine Kinder? Natürlich liebe ich. Ehrlich? Wenn du deine Kinder liebst? Wie glaubst du, geht das hier weiter? Wie sieht denn das hier aus? Ich bin heute Morgen noch nicht hochgekommen. Und wann war heute Morgen? 78 oder wann? Oi, Mann. Sag mal. Sie schafft das doch alles wunderbar. Ich unterstütze mich doch. Also mal, das geht doch so nicht, ne? Sie können doch nicht die ganze Verantwortung auf einer 16-Jährigen übergeben, oder nicht? Tu mir mal den Fall. Schau mal nach, nicht, dass du das noch ein Messer angreifst. So durchgehen lassen. Hm? Ja, tut mir auch leid, aber. Wie? Es gibt kein Aber. Julia, ich verstehe das auch, dass Sie alleine sind. Alleinerziehende Mutter, das ist bestimmt nicht einfach, aber so geht das hier. Vaterfiguren. Wir müssen sich Hilfe holen. So, jetzt. Hilfe. Ja, Hilfe. Ja, hier, Hilfe. Hier ist die Hilfe. Und vor allen Dingen die aller Hilfe ist es für die Kinder. Richtig. Denn diese Kinder haben ein Recht auf Leben. Wenn du dein Leben für dich verwirkt hast und aufgegeben hast, ist das schlimm. Aber deine Kinder, die haben noch eine Chance. Und deine Kinder, meine ich die Kleine hier auch. Die ist 16 Jahre. Die ist minderjährig. Und du hast eine Sorgfaltspflicht. Und wenn ich das hier sehe, was ist das hier? Bier, Alkohol, gehen alle Hochprozent hier. Was ist das? Und da müssen deine Kinder drin leben? Wenn du dich aufhebst, ist das schlimm. Aber die haben noch eine Chance. Und wisst ihr was, wir wissen alle, die werden dir mal sagen, wisst ihr, deine Tochter, einfach so, die macht dann alle 16 Jahre, die hat eine Ausbildung und damit ihr überhaupt hier leben könnt, damit Fressen auf dem Tisch ist, ja, geht sie klauen und bescheißt und tu mal nicht so, als wenn du, ich wüsste es, Mutchen. Du warst damit dabei, wir haben dich auf der Kamera gesehen, mit deinem missratenen Sohn. Ich hab gewusst, dass das irgendwann aufliegt. Die spielen hier zwischen den Schnapspullen, die Kinder, das ist irgendwann aufliegt, ich bitte Sie, Sie können doch nicht sagen, ich wusste, dass es irgendwann aufliegt, das geht einfach so nicht. Nein, Sie hätten sich doch umkümmern müssen und sich Hilfe holen, Sie sind doch definitiv überfordert mit dem Ganzen. Und das geht doch so nicht. Das steht mir bis hier. Ja, das ist da. Das glaube ich. Was soll ich mit dem denn noch machen? Der organisiert das Ganze auch. Das wissen wir mittlerweile. Wir wissen auch, und das ist ganz schlimm, dass dein eigener Sohn dich schlägt, dass er deine Tochter schlägt. Aber jetzt mal eine Frage. Was glaubst du eigentlich, wie lange es dauert, bis er deine kleinen Kinder auch noch schlägt? Und da willst du zugucken, Mann, dann nimmt man sich Hilfe, dann zeigt den Kerl an. Aber wisst ihr was? Der Jude ist ja, dass das jetzt durch die ganze Nummer alle rausgekommen ist, dass wir das entdeckt haben und jetzt werden Anzeigen gezogen. Ja, und mir werden die Kinder weggenommen. Genau das ist der springende Punkt. Aber da hättest du doch mal vorher drüber nachdenken müssen. Nicht, wenn es zu spät ist. Weil ganz ehrlich, du willst doch für deine Kinder nur das Beste. Das will jeder Familienvater. Wir sind alle, haben alle Kinder. Und wir wollen das Beste für unseren Kinder. Das willst du doch auch. Und wenn du willst, dass dir nicht deine Kinder weggenommen werden, dann musst du was tun dafür. Dann musst du was tun dafür. Carsten, da ist er. Warte. Hey, sag mir hier. Bleib mal hier, mein Freund. Bleib hier. Bleib hier. Bleib stehen. Komm hier, die Gasse. Voll sich im Himmel. Komm. Los, jetzt. Stehen bleiben. Komm hier. Komm hier, mach mal. Komm hier. Komm hier, mach mal. Komm hier. Wie geht's? Komm. Da halt ihn an der Wand. Warte, halten wir erstmal fest. Was willst du? Das hat das Wort. Du hast da bestimmt noch wieder Waffen dabei, wa? Ja? Was tust du denn? Hast du was dabei? Nee, Brocken. Dreh mich mal um, bevor wir nach oben gehen. Komm, wir nach oben gehen. Du schlägst deine eigene Tochter, deine eigene Schwester und deine Mutter. Du schlägst. Wisst ihr was? Am liebsten würde ich dich jetzt immer loslassen. Und dann kannst du mir mal zeigen, was für ein Mann bist du feiern. Ja, dann komm doch her, Mann. Na komm. Ach du. Quatsch mir nicht nochmal so voll. Jetzt gehst du nach oben und ganz schnell. Und zwing dich.
hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du den richtigen Weg oder den falschen Weg. Die Polizei wird angeschaltet und das Jugendamt kann ich jederzeit anrufen. Und die Polizei wird da auch was tun. Aber wenn du jetzt den Arsch hochkriegst, aufhörst zu saufen, dir Hilfe suchst und Therapie machst, dann lassen sie dir deine Kinder. Ja, kindgerecht ist absolut anders. Das übertrifft dir alle Vorstellungen. Sowas habe ich auch selten gesehen. Tut mir auch in der Seele weh, wenn ich so einen Scheiß hier sehe. Und ja, dann die Kinder dazwischen. Geht überhaupt nicht. Ich werde auf jeden Fall das Angebot von Carsten Stahl annehmen. Ja, mit ihm zusammen meine Familienhilfe suchen. Ich muss das einfach schaffen, dass ich den Jason wieder in den Griff kriege und dass unsere Familie wieder einen Aufschwung kriegt, dass alles wieder ins Lot kommt. Thomas, du mir gefallen? Komm, wir gehen runter und warten auf die Polizei. Absolut, ich will nicht sehen. Ich werde auch auf jeden Fall hier helfen, dass mal ein bisschen Ordnung reinkommt und vielleicht noch mal mit der Mutter ein paar Worte sprechen unter vier Augen, so von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter. Na, ihr beiden? Ja? Jetzt wird alles gut. Du bist größer wie ich. Ja, da bist du ja auch. Ich bin ja auch nur ein ganz kleiner Mann. Jetzt wird alles wieder gut.